Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schauen wir mal Quickie-Projekt. Und das Spiel, das wir uns anschauen werden, ist Indiana Jones and the Temple of Doom. Also wir schauen uns nicht Doom an, sondern Temple of Doom. Für ein Commodore 64 aus dieser Sammlung, Minisammlung Arcade Forces 4, so, Entschuldigung, so eine US-Gold-Veröffentlichung. Und hier drauf haben wir halt eben, also hier auf der Seite steht sie, Gauntlet, da haben wir Roadrunner, hier haben wir Temple of Doom und Metrocross. Das Ding habe ich noch nicht einmal so lang, das habe ich einige Monate, habe ich einmal da habe ich so eine Einkaufstour halt eben in Real Life, sondern eben online, habe ich das irgendwo mal mitgehen lassen. Fand ich sehr cool. Der Hauptgrund, warum ich es mir gekauft habe, war halt eben Indiana Jones und The Temple of Doom. Also hier drinnen, es ist nicht berauschend, was da drinnen ist. Es sind die Disketten, endlich wieder mal Diskettenversionen von so einem C64er Spiel und natürlich die Anleitung. Und da werde ich auch ganz kurz dann gleich zitieren, worum es da geht in dem Spiel. Auf jeden Fall, wir werden uns auf jeden Fall... Deswegen auf jeden Fall will ich mir auch noch Roadrunner anschauen. Das heißt jetzt ein kleiner Spoiler-Alert, das wird eine der nächsten Folgen werden. Und auch natürlich für den C64er. Das Spiel Indiana Jones and the Temple of Doom, zumindest am C64er, ist 1987 erschienen. Ich kannte das Arcade-Spiel bzw. den Videospielautomaten, habe ich gekannt, weil ich den selber mal in Italien gespielt habe, wo ich noch ein kleines Kind gewesen bin. Ich habe ihn aber nur einmal gespielt, aber ich fand ihn super geil. Also überhaupt grafisch und sowas. Habe mir jetzt da, wo ich mich vorbereitet habe, ein bisschen auf das Video, habe ich mir mal wieder die Arcade-Variante angeschaut. Schaut nicht, also in meiner Erinnerung schaut er viel besser aus, eh klar. Aber trotzdem ist ihn immer noch cool. Nur es ist immer ein bisschen zu hektisch. Zumindest die Arcade-Variante, die C64-Variante ist auch hektisch, aber nicht ganz so hektisch. Das Spiel ist auf jeden Fall, ist jetzt wieder super. Also in der Spielhalle glaube ich, dass das entweder war es auch 87, aber ich glaube 1985 ist rausgekommen. Also das Spiel hat es auf jeden Fall gegeben für die Videospielehalle Arcade. Dann hat es gegeben für den C64er, für den Amstrad, für den Spectrum, für MSX, NES, Amiga, Atari SD, MS-DOS und irgendeins vergesse ich jetzt sicherlich wieder. Ich glaube irgendeins von den Uralt-Systemen, also so, aber ich habe schon gesagt Spectrum und Amstrad. Ich glaube, da fehlt noch irgendein System. Wurscht, ich habe mir auch es nicht nehmen lassen und habe jetzt kurz mal reingeschaut in alle Varianten. Weil im ersten Moment, wo ich reingeschaut habe, von wegen, was, Amiga, cool, Leihwand, weil es schaut nämlich aus wie ein Spiel, was ich gern für einen Amiga hätte. Das war eine Erinnerung, die mein Gehirn sicherheitshalber gelöscht hat oder geblockiert hat, weil ich habe mir so angeschaut, Amiga, um Gottes Willen, das schaut so grottig aus. Muss auch noch kurz erwähnen, das Spiel ist gemacht worden von Atari Games, ist gemacht worden. Laut Wikipedia sind viele von den Portierungen von Paragain Programming oder sowas gemacht worden. Ich müsste reinschauen, aber wenn ich das jetzt mache, dann nehme ich das auf und das will ich nicht. Und ist halt eben von verschiedenen Firmen veröffentlicht worden. In dem Fall halt eben von US Gold. Waren halt eben noch andere Firmen. Ich glaube Mindscape und so irgendwas waren da noch beteiligt dran. Also von den ganzen Versionen her muss ich ehrlich zugeben, Arcade-Variante ist eh klar, es ist die erste Variante, die schaut super aus, finde ich auch cool gemacht, nur ein bisschen zu hektisch. C64-Variante ist eine der besten Portierungen, muss ich ehrlich zugeben. Die NES-Variante schaut auch cool aus, nur eben, da ist mir dann auch eingefallen, wie ich mal kurz das angeschaut habe, warte mal, der Angry Video Game Nerd, der hat ja damals so Indiana Jones-Reihe gemacht und da ist das Spiel vorkommen. Das ist quasi das Arcade-Spiel nur aufblasen. Da ist noch viel mehr Content, haben sie da reingehauen, als im Arcade-Spiel drinnen war, das mehr ein größeres Adventure-Spiel ist. Die C64er-Variante kommt sehr stark an die Arcade-Variante dran. Nur was lustigerweise bei dem Spiel fehlt, ist normalerweise hast du auch, ich glaube im Arcade hast du das nämlich auch, kannst du am Anfang aussuchen, welchen Schwierigkeitsgrad du hast. Easy, Medium und Hard. Das heißt bei der C64er-Variante nicht. Dann ja, Atari ST, Amiga, PC-DOS. Muss ehrlich zugeben, Amiga, das Einzige, was der Amiga besser hat, ist die Musik.
halten sich an sich vom Spielerischen her eh relativ stark an die Arcade-Variante, aber es schaut nicht so dolle aus. Und überhaupt am Amiga, das Scrolling ist eine Katastrophe. Deswegen weiß ich auch, warum mein Gehirn mich davor vor dieser Erinnerung geschützt hat. Jetzt habe ich es leider wieder drinnen. Jetzt habe ich schlaflose Nächte und wach wahrscheinlich schreiend in der Nacht auf. Na, bitte nicht! Amiga, warum? Dass das so eine Scheiß-Variante, also Entschuldigung, eine Schaß-Variante ist. Wem es gefällt, es ist auch nicht schlimm. Ich finde es halt eben, es ist eine Schaß-Variante. Die Atari ST-Variante ist der Sound nicht ganz so gut, aber dafür das Gameplay ist relativ flüssig. PC-DOS ist, also das sind die drei Versionen sind definitiv gleich. PC-DOS, ja, Musik ist halt eben nicht so dolle, weil ich glaube, das ist sogar PC-Speaker. Dafür ist das Scrolling besser als am Amiga, dafür ist Grafik nicht hundertprozentig auf der Höhe. Dann halt eben ja, Spektrum und solche Sachen. Ich sage jetzt mal für die Systeme selber, ja, ist okay. Also da will ich ehrlich gesagt nicht zu stark urteilen, weil ich ehrlich gesagt mit den Systemen nicht viel am Hut habe. Die schauen meistens gleich aus. Wenn ich mir die anschaue, die Spiele schauen alle relativ gleich aus. Und ja, deswegen will ich das einmal lassen. Ich lese mal kurz die Anleitung vor und danach hupfen wir ins Spiel rein. Ich meine, ich könnte eins machen, ich könnte jetzt kurz mal auf Space drücken und hören mal ein Indiana Jones Gedudel. Aber dadurch, dass wir das ganze Spiel hindurch hören werden, finde ich, sollte man das jetzt einmal, also die ruhige Passage lassen. Das Szenario. Indy betritt die jetzt verlassene Stadt Majapur, ja, in Indien, die einst von dem mächtigen geheiligten Stein von Sankara beschützt wurde. Entschuldigung, dass ich da, es ist sehr klein geschrieben und mir ist auch aufgefallen, dass teilweise Übersetzungsfehler starke drinnen sind, aber wurscht. Nachdem der Stein entwendet worden war, verschwanden mit einem Mal alle Kinder der Stadt und der Ort verödete. Indy hat nun entdeckt, dass sich die Kinder im Pangkok-Palast, dem Heim des Maharajas, aufhalten, wo sie Sklavenarbeit verrichten müssen. Das Grundstück des Palastes ist heiliger Boden für die Anhänger des Tagekults, des Tagetotenkults, Entschuldigung, dessen gnadenloser Hohepriester Molaram die Kinder zwingt, in den Tagi-Minen nach wertvollen Edelsteinen und den anderen vielen Sankara-Steinen zu graben. Die Handlung findet in den Gängen unter dem Palast statt, wo sie als Indy versuchen müssen, den Sankara-Stein wieder zu beschaffen. Ihre Waffe ist eine Peitsche, mit deren Hilfe sie sich über Abgründe schwingen können und die auch gegen plötzlich auftauchende Gefahren eingesetzt werden kann. Ja, sorry, war jetzt auch nicht die beste Performance von mir beim Vorlesen. Was ich jetzt gemeint habe, ist nämlich, lustigerweise, da sind jetzt gar keine grammatikalischen Fehler, aber da unten. Ich werde es einmal kurz in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Zur Not lese ich es vor. Ganz unten, das habe ich gemeint. Da steht ein Abstand getragenes Abstand Waren Abstand Eichen von Lucasfilm LTD. Ein getragenes Wareneichen von Lucasfilm LTD. Das finde ich wieder süß. Also, ja. So lese ich auch manchmal. Kommt mir eh auch vor. Aber wurscht. Also in dem Spiel gibt es drei Levels für den Fall der Fälle, dass der eine oder andere das Spiel nicht kennen sollte. In Level 1. Indy muss die Kinder befreien und die Takis im gefährlichen Labyrinth der Mine. Was? Also, ja, okay, er muss die Kinder befreien und den Tagis muss er in den gefährlichen Labyrinth der Mine, muss er entkommen halt eben. Dann in Level 2, Indy muss den Eingang des Tunnels erreichen und dann in einer Lore sitzend versuchen, den Tagis zu entkommen, ohne dabei zu entgleisen. Auch hier stellen sich ihm zahlreiche Hindernisse in den Weg. Und Level 3 ist dann im Tempel des Verderbens, also Temple of Doom, angekommen, muss Indy schließlich an den Sankara-Stein herankommen, okay, da haben wir wieder Grammatik, wieder drin, zweimal sich hintereinander, der sie sich vor der Statue der vierarmigen Todesgöttin Kali befindet. Sobald Indy den Stein gerettet hat, betritt er wieder die Minen und das Ganze geht wieder von vorn los. Dieser Action-Teil dauert so lang, bis Indy drei weitere Steine hat. Wenn die Flucht gelingt, gibt es eine Bonusrunde.
Ja, und dann steht ganz kurz dabei, was man halt eben, was die Steuerung kann. Das heißt, ja, es gibt drei Durchgänge und danach dieses Bonus-Level ist dann, dass du über diese Hängebrücke musst dich durcharbeiten und zum Schluss steht halt eben der Mollaram und den sollst du halt eben Meier machen. Wir werden bis dorthin nicht kommen, das kann ich jetzt schon im Vorhinein sagen. Ich habe es zwar jetzt gestern kurz einmal ein bisschen gespielt und lustigerweise ein bisschen ausgiebiger gespielt. Das ist meistens, wenn ich einfach nur schaue, ob das Spiel funktioniert am Emulator und alles, dass ich dann hängen bleibe und dann von wegen, das gibt's ja nicht, das muss doch, also dass ich ein bisschen rumprobiere, bis zum dritten Level bin ich gekommen. Weil nämlich ich vertue mich manchmal, also das erste Level ist schon mal, ist ja wurscht, ich drücke mal drauf, dass wir da landen. Das erste Level hat schon ein bisschen in sich, weil man sehr leicht abstürzen kann und manchmal hat man auch Schwierigkeiten mit die Bösewichte, dass die einen treffen, obwohl du sie eigentlich jetzt mit der Peitsche erwischen müssen. Also da gibt es ein paar Ungereimtheiten bei mir vom Programmieren her. Oder es ist einfach schwer gemacht, weil es von einem, weil es basiert auf einem Arcade-Spiel. Im zweiten Level dann mit der Lore, da kann es sein, dass ich halt eben mit der Steuerung, ja, dass ich mich vertue, dass ich in die falsche Richtung drücke, weil du musst nämlich dann aufpassen, das sind so schadhafte Gleisstellen und du musst dann dich auf die Seiten lehnen, dass dann in die richtige Richtung fährst oder ich nehme die falsche Abzweigung, ist auch schon passiert. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man ob ich diese Umrandung mit einbauen werde oder halt eben im Video sichtbar ist. Falls ja, ja, es ist so Seizure. Geschichte, also für Leute, die Anfälle kriegen bei solchen blinkenden Sachen, bitte ich das zu entschuldigen und vielleicht, dass sie dort wegschauen. Ja, wir haben unsere Dinge, unsere Whip, beziehungsweise unsere Peitsche und mit der Peitsche schauen wir halt eben, dass wir die Kinder da retten. Die können wir stunnen, wenn wir es erwischen oder wenn wir es oft genug erwischen, dann können wir es auch runterhauen. Scrolling ist da auch nicht das Beste, sage ich auch, also gebe ich auch zu. Guck mal wieder. So, jetzt sind sie runtergeflogen. Ich weiß nicht, ob man da. Müssen wir da runter? Das ist der Mullaram. Ah, shit. Das ist jetzt unfair. Der Mullaram hat mit seinem Fluch beschossen. Und das Blöde ist halt eben das, du kannst den Fluch kannst abschießen, aber dadurch, dass ich ihn abgeschossen habe, habe ich den Bösewicht nicht erwischt und. Wenn ich dich einmal erwischen, dann verlierst du ein Leben. Ne? Das war jetzt der Fies. Weißt, der poppt vor dir auf und ich reg mich schon wieder auf. Ich hasse es, dass ich mich da so für aufregen muss, immer bei diesen schauen wir mal Projekte. Hörst. Gängen sie weg. Gängen sie einfach nur weg. Nein! Wie man sich so aufregen kann wegen einem depperten C64er Spiel, weißt? Computer und Videospiele sind gefährlich. So, das sind Schlangen, die können wir Meier machen. Unten steht, wir haben noch drei Kinder, die wir befreien müssen. Ich meine, an sich ist gescheit, dass man die Typen da halt eben nicht runterschubst, sondern dass man es immer nur stunt. Weil dann kommen keine nach, weil mehr als zwei. Der Bloster C64 nicht. So, wir haben alle Kinder. Das heißt, wir sollen jetzt zum Minenausgang gehen. Ja, da kommt er wieder. Zum Glück können wir auch die. Ja, das ist eine Fledermaus. Wurscht. Also den Fluch können wir abfetzen mit der Peitsche. Also abfetzen. Wegschnalzen. Genauso die Fledermäuse können wir wegschnalzen. Muss ehrlich zugeben, das habe ich nachgelesen, weil ich habe mir auch gedacht, um Gottes, was ist das da für ein Geräusch, was sind das für Viecher? Aber es sind Fledermäuse und der Molaram, der. Was ist das gleich gegangen? Galima! 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 Shaktidi! Das ist auch ein Running Gag bei uns und unseren Freunden teilweise gewesen, wenn da irgendwas kommt. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Nein, ich habe in die falsche Richtung gedrückt wieder mal. Da war jetzt gerade wieder was Hinniges und ich bin gestorben und das war's. Wir machen natürlich noch einen Versuch und fangen das Ganze nochmal von vorne an.
Kalima, Kalima, Shakti. Ah, der Molaram. Haben wir auch jetzt vor kurzem, also nur die Szene habe ich mir angeschaut, das war da, wo das Herz rausgerissen wird. Ne? So eine typische Operation in Indien halt eben, wie es all läuft. Ne? Ohne irgendeiner, irgendeiner Narkose oder was, da fährst du einfach eine in den Brustkorb und nimmst halt eben mit, wo es gerade nicht so eine passt in den Körper. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sogar die NES-Variante, aber ich müsste jetzt lügen. Jetzt habe ich es wirklich. Ich weiß jetzt noch nicht auswendig. So, der ist auch weggeflogen. Da müssen wir eigentlich nicht drauf. Ach Gott, das war falsch. Das war falsch. Und teilweise überleben wir schon einen Absturz. Ah, da haben wir Molaram. Das von allen Seiten, du kannst nicht schräg hinhauen. Das ist ja auch das. Ja, da wollte er daherkommen, der fiese Wichter. So, das Problem wieder mal ist das, ich weiß nicht, wie was, wann, wo was. Ob ich rechts irgendein Kind vergessen habe, das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir werden es dann eh merken, wenn ich da jetzt da weitergehe. So, da ist nix. Ist da noch was? Na. Ein Kind fehlt noch. Ist das jetzt da links? Ja, es ist links. So. Ich würde es gerne einmal schaffen, zumindest ins dritte Level kommen, damit ihr seht, wie das ausschaut. Ich whip den wie an Tanzbären, was? So. Wenigstens ein paar Leben haben wir. Die Lorenfahrt, du kannst. Die Geschwindigkeit kannst du teilweise einstellen, weil wenn ich halt eben raufdrücke, dann bremse ich ab. Wenn ich runterdrücke, werde ich schneller. Wenn hinter dir so ein Typ kommt in der Lore, da muss präzises Timing haben zum Wegschnalzen, damit der umfliegt, weil sonst fährt er da rein und du baust einen Unfall. Aber ich tue mich manchmal urschwer mit den hinnigen Stellen bei den Gleisen. Deswegen, das bitte ich zu entschuldigen. Für meine Performance wieder mal. Aber ich hoffe, ich werde das irgendwie. Nein, schon wieder! Das gibt's nicht! Und ich bin. Habe ich nicht ein paar Leben noch übrig gehabt? Gibt's es nicht? Also, es gibt schon, weil ich habe ja Videobeweise. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Immer an der gleichen Stelle, wenn ich am Anfang nicht. Weil ich fahre auch immer. Quasi die linke Richtung aus meiner Sicht, obwohl vom InDesigner-Sicht fahre ich immer rechts. Wenn ich am Anfang nichts drücke, dann fahre ich links. Ich kenne ehrlich gesagt nur die Route, wenn es nach rechts fährst. Deswegen nehme ich es auch die ganze Zeit. Da mal nochmal. Das muss doch möglich sein. Ich habe zwar einen Spielstand gespeichert in dem Spiel, wo ich mit der Lore fahre, nur da habe ich auch nur ein Leben. Es kann aber auch sein, dass wenn es im Loren-Level bist, dass man nur ein Leben hat. So von wegen, hey, wenn du es verunglückst, dann weißt du es einfach. Mich verarschen. Ich kann da nicht rüber, wenn die zwei da sind. Ich kann nicht rüber. So, jetzt sind sie runtergefahren. Bitte, 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 bitte. Hund, dreckiger. So, da geht's zum Ding, zum Conveyor Belt oder. Wie kann mich der da wischen? Schleicht sich einfach nur als Arbeitslosen her, das gibt's ja nicht. Taggis. Und wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, wie man sich so aufregen kann, nur wegen einem depperten Videospiel. Das ist unglaublich. So, wie viele haben wir noch? Ein Kind, ja, das müsste da drüben sein. Ach, fuck. So, den haben wir einmal geschnolzen. Super. Sorry für meine
für meine Aussprache, beziehungsweise meine, ja, meine Schimpferei, aber ich kann es nicht stoppen. So, Molaram, Molaram, Sudaram, Dum, Dum, Molaram, 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 Sudaram, Dum, Dum. Gut, wir hätten jetzt noch ein paar Leben. Bitte, einmal, einmal, dass wir das sehen. Reiß die zusammen. Der Molaram ist ein alter Sudara. So. Ja, rechts. Nein, 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 falsch. Ich hab links gedrückt. Wieso gefällt mir... Das ist unfair. Oder ist es die Version, die ich spiele? Ich habe noch drei Leben gehabt. Ich habe noch drei Leben gehabt und... Wisst ihr was? Ich werde jetzt cheaten. Und zwar, ich lade diesen einen Spielstand, den ich habe. Dann sehen wir wenigstens die Lorenfahrt. Und ich lösche das raus oder ich über... Du da drüber... also ich zeige euch jetzt nicht den Emulator oder was, sondern das Bildmaterial nehme ich raus. Aber ich möchte euch die Lorenfahrt zeigen. Also beziehungsweise, wenn wir es schaffen sollten. So, rechts, rechts, links, rechts. Hund! Jetzt fahren wir in die andere Richtung, okay. Machen wir es so. Ich habe es von der Seite noch nicht gespielt. Na, jetzt habe ich mich auf den hinteren konzentriert. Da habe ich viel zum Schneiden. Da habe ich so viel zum Schneiden. Nein! So. Reiß die Zaum. Jetzt sind wir in die falsche Richtung gefahren. Einmal möchte ich das schaffen. So, jetzt sind wir langsam. Ich fahre langsam. Jetzt gehen wir wieder Gas. Wo hat mich der da erwischt? Wir hätten es fast geschafft. Wir waren am Ende. Das gibt's doch nicht. Gehen wir ein bisschen Gas. Es ist lustig, wie ich zuerst langsam gefahren bin, dann biegt er in die falsche Richtung ab. Wenn du schnell fährst, dann fährt er danach. So, jetzt fahren wir langsam. Ich schau mal, ob ich Gas geben kann. Bitte, was soll das? Ich kann da unten nicht mehr Gas geben. Also für alle, die da zuschauen und die alt werden bei dem Video, ich werde alt beim Spielen. Sogar ja, gleich dazu. Ich würde gern Gas geben, aber ich kann es gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Das dauert urlang. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt habe ich noch Gas gegeben. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Beziehungsweise warum wir vorher die ganze Zeit rausgeflogen sind. Ach Gott. So, damit ich euch nur das Ende oder das dritte Level zeigen kann. Ich weiß, ich habe es vor kurzem dort einmal hingespielt. Und ich habe es auch nicht geschafft. Also da... Ich habe nämlich nur mehr ein Leben bei diesem Speicherstand. Und das geht's. Aber ich finde es so arg, dass bei der Lorenfahrt, wenn du einmal drauf gehst, dass dann Game Over ist. Also Instant Kill. Weil in der Mine ist sie auch wurscht. Da kannst du ja auch mehrere Versuche haben. Und im Endeffekt, ja, du wirst ja halt eben auch, also auch dort
wirst Meier gemacht, wenn du erwischt wirst. So, der ist jetzt runtergeflogen, das ist toll. Okay, passt. So. Das Blöde ist das, ich habe irgendwo gelesen, das ist... Ah, warte mal. Müssen das anders, glaube ich, machen. Ja, Molaram, du gehst mir jetzt auch schon wohin. So, wir haben das gemacht, dann brauchen wir gar nichts machen. Okay, das siehst du, so haben wir jetzt einmal den Sankara-Stein gerettet oder halt eben geflattert. Ist lustig, in der Anleitung steht extra drinnen, du musst auf die Statue draufdrücken, dass die Tür aufgeht. Aber es stimmt gar nicht, du musst den Stein flattern und dann kannst du irgendwo durchkrallen. Auf jeden Fall eine Mördermenge, also eine mörderhafte Arbeit werde ich haben mit dem ganzen Rausschneiden vom Menü, vom Win-Weiß C64-Emulator, was ich da benutze. Jo, also jetzt ändert sich natürlich dieses Level hier. Wir haben jetzt noch, also insgesamt sind es 9 Kinder, die wir retten müssen. Das letzte Leben. Ich spiele jetzt noch, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, am NES hast du halt eben dann noch, da hast mehrere, da hast verschiedene Waffen zum Beispiel. Da hast Säbel, da hast sein Revolver hast. Ja, das ist natürlich ganz geil. Ja, und jetzt sind wir runtergeflogen. Das ist auch bei dem Spiel halt eben das, du kannst... Oh, ich habe noch ein Leben. Vielleicht, wenn wir einmal das Spiel geschafft haben. Na, da ist ein Kindele. Okay, das sind 2 Kindele. Du merkst nicht hundertprozentig, wo die... Oh Gott, falsche Richtung. Wie weit du gehen kannst. Oder ich habe es noch nicht rausgefunden, wo genau der Abgrund ist, quasi. Ja, flieg runter, sehr gut. Ich hasse diese Typen. Was war das? Es hat jetzt ausgeschaut, als wenn ich durch einen Secret Passage durchgegangen war. Ja, ist ja wurscht. Wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht sehr stolz sein auf meine Performance. Gea. Ich habe nicht gewusst, dass man nur 3 Buchstaben eingeben kann. Alter, was ich alles nicht weiß, das ist schlimm. Ja, aber das war jetzt der Indiana Jones and the Temple of Doom für den Commodore 64. Ich halte es nochmal kurz in die Kamera. Ich werde unten das Originalbildchen, ich meine, hier auf der Rückseite haben wir es drauf. Wo ist da? Da ist das Bildchen. Da werde ich schauen, dass ich das irgendwo finde im Internet. Weil ich leider jetzt das Original-Cover nirgends habe und auch in der Anleitung, da hast du keine Bilder oder was drauf. Ich finde halt eben die C64er-Variante ist eine der schönsten Varianten von den Portierungen. Das Arcade-Spiel gefällt mir trotzdem von allen am besten, das Rennen am flüssigsten und so. Ist aber schwierig zum Spielen. Also ich weiß noch damals als Kind, ich habe glaube ich ein oder zweimal habe ich gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das damals gekostet hat. Jo, was gibt es sonst noch zum Quatschen bezüglich dieses schon mal Quickie-Projekts? Eigentlich nichts, bis auf das, wie gesagt, Roadrunner. Von dem Spiel habe ich nichts gewusst. Habe es mir jetzt vor kurzem angeschaut und habe mir gedacht, hey, das ist cool. Also das müssen wir uns auch anschauen. Deswegen, das werden wir in einer der nächsten Folgen machen. Wie gesagt, nochmal Spoiler-Alert, das kommt. Aber ja, an sich ein interessantes Spiel. Die Amiga-Variante würde ich einen großen Bogen drum machen. Vielleicht für Sammler okay, aber ansonsten der ärgste Schatz, leider. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Also Indiana Jones in the Temple of Doom, sorry für meine Performance, war jetzt nicht so tolle und für meine kleinen Wutanfälle, bevor da wieder kommt, von wegen, so stark hast du nicht aufgeregt, weil eben kein Controller ist geflogen oder sonst irgendwas. Ich versuche mich auch zurückzuhalten. Also ich steigere mich zwar rein, aber irgendwann sagt das Gehirn dann, hey, Kamera, Kamera. Deswegen meine Originalausdrücke, was ich normalerweise wenn keiner zuschaut oder wenn ich mich so ärgere im Leben, die sage ich und mache ich zum Glück nicht. Also, dass ich hier und da mal wo drauf habe oder so, ja okay, das ist eh halbwegs normal. Ich habe zum Glück noch
oder in der Kindheit habe ich es vielleicht einmal gemacht, dass ich auf die Tastatur draufgehauen habe oder halt eben einen Joystick irgendwo hingehauen habe. Ich habe ihn noch nie gegen den Monitor oder sonst irgendwas gehauen, zum Glück, dass ich mir da nie was hingemacht habe. Aber durch das Hin und Her, also hier und da mal am Boden hauen, sicherlich ist auch der eine oder andere Controller hat darunter gelitten und ist vielleicht sogar kaputt gegangen deswegen. Aber so viele waren es auch nicht. Aber bevor ich jetzt wieder ins ewige Quassel, würde ich mal sagen, wir lassen es gut sein. Auch, also jetzt finde ich die 64er-Grafik finde ich okay. Könnte schöner sein, gebe ich auch zu, aber ist relativ gut gelungen. Musiktechnisch, man kennt's, es hört sich gar nicht mal so schlecht an. Es ist ein bisschen zu hoch vom Pitch, also vom Ton, finde ich. Aber trotzdem relativ gut gelungen. Also da finde ich, es ist gut umgesetzt worden. Deswegen würde ich mal sagen, es ist eine ziemlich gute Version, die C64er-Version. Aber ich glaube, das habe ich schon vorher mehrmals gesagt. Deswegen würde ich es einfach mal lassen. Ich hoffe einfach mal, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder, wahrscheinlich bei Roadrunner. Mensch bleiben, gell? Tschüss. Baba.